Am 3.2. ist der Gedenktag des heiligen Blasius. Blasius war von Beruf Arzt und wurde später auch zum Bischof geweiht. Sein ganzes Leben hat er sich in die Nachfolge Jesu nehmen lassen. Blasius machte keinen Unterschied zwischen den Menschen. Jeder, der krank war, konnte zu ihm kommen. Ob arm oder reich, groß oder klein, alt oder jung. Sogar mit kranken Tieren kamen Menschen zu ihm und baten um Hilfe. Jedem hat er geholfen, genauso wie Jesus es getan hatte. Viele Legenden erzählen vom Leben des heiligen Blasius. So kam eines Tages eine Mutter mit ihrem Kind in den Armen zu Blasius. Sie bat ihn, ihr Kind zu retten, das eine Fischgräte verschluckt hatte und nun zu ersticken drohte. Blasius betete und mit einem Mal rutschte die Gräte aus dem Hals des Kindes. Es konnte wieder frei atmen. Zum Dank für die Heilung ihres Kindes brachte die Mutter dem heiligen Blasius Kerzen ins Gefängnis, in dem er gefangen gehalten wurde, weil er sich weigerte, seinen Glauben an Gott zu verleugnen. Als Kind fand ich den Blasius-Segen immer sehr spannend, wenn die zwei gekreuzten Kerzen über mir ausgebreitet wurden und der Priester mich ganz persönlich segnete. Schließlich wollte ich ja gesund bleiben. Zumindest konnte ich dadurch vielleicht schlimmen Halsschmerzen oder einem grausamen Erstickungstod entgehen. Das habe ich mir zumindest damals so gedacht, aber das ist natürlich Unsinn. Kerzen können erst einmal nicht heilen, genauso wie irgendwelche Zauberformeln. Das Einzige, was wirklich heilen kann, das ist Gott selbst. Kerzen, Gebete und andere Symbole sind Zeichen, die uns an die Liebe Gottes erinnern sollen und die letztendlich wirklich heilsam ist. Und dafür braucht es immer wieder Menschen, die diese Zeichen deuten und segnen. So will uns jeder Segen, auch der Blasius-Segen, sagen, dass Gott jeden Menschen im Blick hat, mit allem, was dazugehört: unserem Leib, unserer Seele und unserem Geist. Und Gott weiß auch, dass wir manchmal mehr als irgendeine Medizin gebrauchen, um im umfassenden Sinn gesund zu werden. Menschliche Nähe, Liebe, Zuversicht, Durchhaltevermögen oder ein gutes Wort, das uns von Gott her zugesprochen wird. Und das heißt Segen. Uns wird von Gott her Gutes zugesagt. Und daraus können wir Gottes heilsames Handeln weitergeben an andere. Und so lade ich Sie und Euch ganz herzlich zum Blasius-Segen an diesem Wochenende in unsere Kirchen ein.